Dies ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Und Jesus sprach, was wir schon vorhin gehört haben, das Wort, wer Ohren hat zu hören, der höre. Das Problem heute ist, dass wir dominiert sind von dem, was wir sehen. Darum sagt man auch den Ausspruch, Leute sagen, ich glaube nur, was ich sehe. Aber seht ihr, Bilder zeigen uns die Realität, aber das Wort Gottes, das wir hören, leitet uns in die Wahrheit. Das, was du siehst, ist Realität, die dich umgibt. Das, was du von Gott hörst, das ist die Wahrheit. Und die geht über die Realität hinaus. Und wir im Vergleich zu den toten Götzen dieser Welt haben einen Gott, der immer gesprochen hat und der heute redet in seinem Sohn. Vor ein Jahr ungefähr war das, hat mir ein lieber Bekannter angerufen aus Tasmanien, das ist so eine Insel da bei Australien. Und er hat angerufen um 6 Uhr früh, das war mein einziger Tag, den ich frei hatte an dieser Woche, das schätze ich sehr. Aufgestanden, ich habe nämlich noch geschlafen zu der Zeit, sage ihm einen schönen Gruß, ist mir auch schon passiert. Und um 6 Uhr früh bin ich aufgestanden, weil er mich geweckt hat. Da habe ich gesagt, Hans-Peter, Gott hat mich gerade freigegeben, zu dir zu kommen als Mitarbeiter. Dann habe ich gesagt, ja, das ist super, ruf in 2 Stunden nochmal an. Er ist ein ganz lieber Kerl, aber er hat das so, er schreibt zum Beispiel in seinem Brief, schreibt er mir einen Brief und dann sagt er, Gott sagt mir, ich soll aufhören, Punkt, Christian heißt er. Das macht er so. Auf jeden Fall, dann beim Frühstückstisch habe ich meinen Kindern erzählt, meiner Frau, der Christian hat angerufen und er hat gesagt, Gott hat ihn gerade freigegeben, er hat zu ihm gesagt, er soll nach Österreich kommen. Und die Lisa, das ist die 10-Jährige damals, ich weiß noch 10 Jahre, hat gesagt, ja, aber Vati, wie weiß der Christian, dass Gott das gesagt hat oder nicht er selber? Wir würden sagen, wie weiß er, ob es Gottes Stimme ist oder das Unterbewusstsein oder Unbewusstsein? Das ist eine gute Frage. Ich habe gesagt, keine Ahnung, frei bin und frage ihn. Ich weiß es auch nicht, wie er das weiß. Ich möchte eine Frage stellen an euch jetzt. Wie viele in diesem Raum, und du kannst die Hand heben, haben die Stimme Gottes schon einmal hörbar vernommen? Kann ich mal sehen? 1, 2, 3. Das ist ungefähr der Durchschnitt. Ich frage das öfter. Weil meistens so aus 100 ist einer dabei, der ungefähr, der die Stimme Gottes, der sagt, der hat die Stimme Gottes schon mal hörbar vernommen. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe es noch nie. Ich habe mir es schon oft gewünscht. Ich habe gesagt, Gott, wenn du jemals mit mir überhaupt reden möchtest, dann jetzt. Ich brauche deine Stimme. Aber ich muss sagen, ich habe bis jetzt noch keine hörbare Stimme vernommen. So wie ich es erwartet hätte. Es hat mich auch frustriert, wenn Prediger vorne standen oder Pfarrer, die stehen ja meistens vorne, die dann gesagt haben, Gott hat mir gesagt, ich soll aus dieser Passage predigen. Gott hat mir gesagt, ich soll die alte Frau besuchen und es war genau wunderbar, genau gepasst. Gott hat mir gesagt, wir sollen eine Kirche zubauen und brauchen Geld oder was immer, ist ja egal. Und ich habe mich gefragt, warum redet Gott dauernd mit denen und nicht mit mir? Und dann, was mich noch verwirrt hat, ist, ich habe dann Christen getroffen, die gesagt haben, Gott hat mir etwas gesagt und eine Woche drauf ist genau das Gegenteil der Fall. Dann zum Beispiel vor 2 Jahren kam auch eine Frau zu uns zu einem Programm im Sommer, Upward Bound, das ist so das Erlebnis pädagogischen Bergprogramme. Und am ersten Tag, als sie ankam, hat sie gesagt, Gott hat mir gesagt, ich soll diese 6 Wochen zu euch kommen und er will etwas ganz Besonderes in meinem Leben tun und so weiter. Haben wir gesagt, wunderbar, das freut uns total. Eine Woche später waren wir dann auf einer Hütte und da hat es furchtbar geregnet. Und es war eine kleine Hütte, wir waren 30, 40 Leute und weißt du, wenn es regnet, du bist drinnen nur ein Klo, die Socken stinken und alles Mögliche.
Und dann kam sie zu mir nach 3 Tagen auf Twitter und hat gesagt, Gott hat mir gerade gesagt, ich soll mit ihm nach Hause fahren. Und die Dinge haben mich verwirrt, weil ich dachte, ist ja komisch. Ich möchte da eine Warnung aussprechen. Gebrauche niemals die Phrase, Gott hat gesagt, es sei denn, du bist 100% sicher, Gott hat es gesagt. Das ist eine evangelikale Floskel, die ich nicht sehr schätze. Wisst ihr warum? Diese Frau kam zu mir und hat gesagt, Gott hat mir gesagt, ich soll heute abreisen. Weißt ihr, was sie damit bewiesen hat? Sie ist unbelehrbar. Denn wenn Gott es ihr gesagt hat, immer, wer bin dann ich, kleiner Hans-Peter Reuer, dass ich was anderes sagen soll? Die Phrase, Gott hat mir gesagt, wird oft von jenen gebraucht, die sich von niemand belehren lassen wollen. Und ich hoffe nicht, dass du als unbelehrbar gelten möchtest. Gebrauche diese Phrase nie, es sei denn, du weißt 100%, Gott hat es gesagt. Denn damit wird viel gelogen. Nun, wie hört man generell die Stimme Gottes? Nur ganz kurz, das sind generelle Dinge, die wir wissen, in und durch Gottes Schöpfung. Ich muss ehrlich sagen, Gott spricht zu mir sehr oft, wir kommen noch darauf, wie. Ich sage das jetzt einfach so, du wirst ja denken, jetzt redet er auch genauso wie die Pfarrer und so weiter. Und die, was ich genannt habe. Aber Gott redet zu mir sehr oft durch seine Schöpfung. Wenn ich zum Beispiel alleine auf den Berg gehe, wie jetzt im Winter ist ja wunderbare Skitourenzeit, und ich sehe diese hunderte Bergspitzen, den weißen glänzenden Schnee, das bewirkt etwas in mir, dass ich weiß, es gibt einen Gott. Da ist ein Gott. Das kann nicht Zufall sein. Aber übrigens, Gott spricht zwar durch die Schöpfung und bezeugt damit seine Existenz, aber ich habe auch schon Christen gehört, die gesagt haben, ja, Gott ist mir durch die Natur nahe. Ich brauche keine Kirche, ich brauche keine Bibel, ich brauche keinen Jesus. Gott redet durch die Natur. Das ist falsch. Denn weißt du warum? Die Natur bezeugt dir nur, dass es Gott gibt. Die Natur sagt aber nichts über den Charakter Gottes. Denn seht ihr, du kannst so wie ich jetzt vor ein paar Tagen raufgehen am Berg, bist überwältigt von der Schönheit und du kommst zum Schluss, das ist ein gewaltig großer, schöner Gott. Aber einer meiner besten Freunde vor vielen Jahren, auf eine Skitour gegangen, zu viert, und dann kamen viele dieser Schneeflocken vom Berg runter, das heißt Lawine, und dann waren alle vier tot. Ich war gerade vor 2 Wochen in Seattle, in Amerika, sind wir so Schneeschuhwandern gegangen und da ist gerade vor unserer Frau verschüttet worden. Wir haben sie gesucht, aber sie ist bis heute nicht gefunden worden, da gibt es so viel Schnee. Und dann fragst du dich, du stehst da und sagst, ist es jetzt ein guter Gott oder ein schlechter Gott? Seht ihr, die Natur bezeugt zwar die Größe und die Existenz eines Gottes, sie sagt dir aber noch nichts über den Charakter Gottes. Wenn du den Charakter Gottes kennenlernen möchtest, dann musst du auf Jesus schauen. Denn Jesus ist das Abbild und die genaue Repräsentation vom Vater. Also die Natur, wenn ich euch jetzt fragen würde, machen wir es mal, wie viel von euch haben die Stimme Gottes schon vernommen, wenn du so in der Natur warst, durch eine Blumenwiese gingst oder am Meer gesessen bist? Kann ich mal sehen, wie viele von euch das erlebt haben? Seht ihr, das sind schon wahrscheinlich 100 jetzt. Zweitens, Gott spricht in und durch Umstände. Das tut er jeden Tag, nur manchmal oder sehr oft hören wir es nicht. Das können ganz kleine Dinge sein und ganz drastische Dinge. Ein Bergführerkollege, der ist letztes Jahr, der hat so einen eigenen Klettergarten gebaut und ganz blöd zugegangen, ausgerutscht, ist 18 Meter runtergefallen, unten auf die Felsen aufgeschlagen. Er hat es gerade überlebt, wurde ins Spital gebracht, war 3 Wochen im Koma und so weiter. Und als er aufwachte, irgendwie hatte ich das Gefühl, den sollte ich besuchen. Aber ich hatte ein bisschen Bedenken, denn der belacht uns immer ein bisschen. Oh, jetzt sind die Heiligen, er ist Hüttenwirt. Jetzt sind die Heiligen wieder da, ja, also die Spinner da und so weiter, gell? Er schätzt mich schon irgendwie, aber das kann er nicht einteilen. Aber ich habe gedacht, ich muss ihn besuchen. Und ich bin rein, da war er in dem OP-Raum da, und dann habe ich erwartet, dass er sagt, so, wo war dein Gott, als ich runtergefallen bin? Das ist ja das Typische, gell? Und dann bin ich rein und habe gedacht, das kommt hundertprozentig. Aber bin ich rein und dann hat er mich angeschaut
Er hat gesagt, wir waren nur alleine, er hat gesagt, ich muss dir was sagen. Die 3 Wochen im Koma, das waren die furchtbarsten Wochen in meinem ganzen Leben. Dann hat er mir beschrieben, was er gesehen hat. Ich beschreibe euch das jetzt nicht, aber sehr höllisch. Er hat gesagt, ich hatte so eine Angst wie noch nie im Leben. Er ist Katholik und er hat als Kind ein Lied gelernt. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich glaube, oh großer Gott, wir loben dich oder so irgendwas. Und er hat gesagt, und das Lied habe ich 3 Wochen im Koma gesungen. Und hätte ich dieses Lied nicht gehabt, ich wäre verrückt geworden. Und das war interessant, denn Gott spricht in und durch Umstände und zeigt Menschen, dass es eine Welt gibt über das Sichtbare hinaus, nämlich die geistliche Welt. Also Gott spricht durch die Natur, durch Umstände. Gott spricht natürlich durch andere Menschen, haben wir gerade vorhin das Zeugnis gehört. Und wir hören, wenn Menschen zu uns reden, manchmal oder sehr oft redet Gott durch Menschen. Wir lesen im Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 20, Weissagungen verachtet nicht. Verachte nicht, wenn du mit Menschen redest und höre darauf, ob es Gott ist, Gottes Stimme, die du vernimmst. Viertens, Gott spricht natürlich durch sein Wort der Bibel. Wir lesen im 2. Timotheus 3, 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit und so weiter. Das heißt, Gott spricht durch das Wort. Und wenn ich euch jetzt fragen würde, wie viel haben Gott schon mal gehört beim Bibellesen, wären wahrscheinlich 2/3 aller Hände oben. Aber, und ich möchte mich jetzt auf das 5. konzentrieren, Gott spricht durch seine persönliche, intime Stimme zu seinen Kindern. Und die Fragen, die wir besprechen werden, sind die: Wenn Gott jetzt ganz persönlich mit mir redet, ist das spektakulär oder spricht Gott in einer leisen Stimme? Weiters, hören die Stimme Gottes nur ein paar Auserwählte oder kann jeder die Stimme Gottes hören? Dann weiters, brauche ich eine Voraussetzung, um die Stimme Gottes zu hören? Dann von wo höre ich die Stimme, von außen oder von innen? Wie erkenne ich, dass es seine Stimme ist und nicht nur mein Unterbewusstsein? Und diese Dinge möchte ich jetzt kurz mit euch besprechen. Erstens, also wie höre ich die Stimme Gottes? Ich bin öfter mal in Australien, war vor 3 Monaten wieder dort. Und vor Jahren war ich mal im Süden, habe in einer Kirche gepredigt und dann hat mich ein alter Farmer eingeladen, ein Bauer, zu sich nach Hause. Ich hatte Zeit den Nachmittag, war super. Und dann haben wir Kaffee getrunken, er hat gesagt, ich muss dir jetzt was erzählen. Er war alter Mann, ungefähr so wie der Gunter Kiener. Und er hat gesagt, weißt du was, Hans-Peter, bin nie in die Kirche gegangen. Ich wollte von Gott eigentlich nichts wissen. Aber eines Tages lag ich im Bett eines Abends und auf einmal kam Jesus durch das Fenster. Jesus selbst. Er kam zu mir am Bett, setzte sich an mein Bett, er rührte mich an, er redete zu mir mit einer normalen Stimme und so weiter. Nun, ich habe keine Ahnung, ob dieser Mensch Halluzinationen erlebt hat oder ob es Wahrheit ist. Eins ist Wahrheit, sein Leben hat sich an diesem Tag verändert. Und er wurde von diesem Tag an ein brennender Zeuge Jesu Christi. Wir haben auch in der Bibel immer wieder Erscheinungen von Engeln, ob das Abraham, Jakob, Maria, Petrus, Paulus und so weiter ist. Warum nicht heute? Also es kommt vor, ich habe ungefähr 6 solche Menschen getroffen aus erster Hand, die mir das erzählt haben. Aber wisst ihr, was ich auch feststelle? Es ist nicht die Norm. Es ist immer die Ausnahme. Wenn du die Bibel studierst und die Engelerscheinungen durchliest, das sind die absoluten Ausnahmen. Gott ist dem Mose auf wunderbare Weise erschienen, aber da waren noch 2 Millionen andere Israeliten, die jeden Tag gefrühstückt, Mittag gegessen, verheiratet, Kinder gemacht haben und dann gestorben sind, die das nie erlebt haben. Seht ihr, solche Erscheinungen sind immer die Ausnahme und die Gefahr manchmal ist, dass wir die Ausnahme zur Norm machen wollen und dann unheimlich frustriert sind, weil es bei mir nicht funktioniert.
Es ist und bleibt die Ausnahme. Also lauf dem nicht nach. Wenn es dir geschieht, wunderbar, freu dich daran. Gerade vorhin mit einer Person gesprochen, die von einer erzählt hat, wo sowas geschehen ist, sage ich, ja, es kann ja sein, aber wisst ihr was, macht nie eine große Geschichte draus. Denn wenn Gott es so tut, dann hat es einen Grund. Und wir müssen, manchmal ist es auch so, dass die Erlebnisse Gott ersetzen. Die Leute reden nur noch über dieses Erlebnis. Dann, damit ersetzen sie Christus mit diesem Erlebnis. Das ist die andere Gefahr. Also erstens, ja, es kommt vor, dieses Spektakuläre, Außergewöhnliche, aber es ist nicht die Norm. Zweitens, wie hören wir die Stimme Gottes? Indem wir sensibel werden und durch Erfahrung die Stimme Gottes kennenlernen. Im Johannes Kapitel 10, Vers 27 sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Ich war 3 Jahre Kuhhirte, Cowboy, auf einer Alm da im Salzburger Land, in der Nähe von Filzmoos. Ich war 11, 12 und 13 Jahre alt. Meine Familie war relativ arm und, so, und wir Jungs mussten im Sommer immer 10 Wochen, lange Sommerferien gehabt, das sind jetzt ein bisschen kürzer, 10 Wochen mussten wir vom ersten bis zum letzten Tag auf die Alm. Aber jeder für sich alleine irgendwo anders hin. Und so brauchten sie uns nicht durchfüttern über den Sommer. Und so war ich da mit 11, 12, 13 auf der Alm, wie gesagt. Die Sennerin, die Pauline, war auch oben. Das war fast wie bei Peter und Heidi. Kennt ihr den Film? Problem war nur, sie war 60 und ich 11, sonst hätte es funktioniert. Aber ich kann mich noch so gut daran erinnern. Wir hatten da 12 Kühe. Ich musste jeden Tag um 5 Uhr auf. Ich habe 6 Kühe gemolken mit der Hand und sie auch. Und da habe ich die Rindviecher, musste ich jeden Tag holen. Und es war interessant, wenn sie nahe genug an der Hütte waren, dann hat die Pauline nur geschrien. Ein gewisses Wort, ist egal welches. Sie hat geschrien und die Kühe haben so den Kopf langsam umgedreht, dann sind sie runtergetrottelt zur Hütte da. Ich habe dasselbe probiert, genau dasselbe gesagt wie die Pauline, 2-mal so laut. Aber nicht geschrien habe, die Viecher haben sich überhaupt nicht gerührt. Ich musste rauflaufen, immer jeden Tag sie von oben umkreisen und dann mit dem Stock runterschlagen, was unsere Freundschaft nicht gefördert hat. Rückblickend verstehe ich, warum die Kühe auf die Pauline gehört haben und auf mich nicht. Das ist ganz einfach. Pauline hat mit diesen Kühen jeden Tag seit 10 Jahren zusammengelebt, Sommer und Winter. Sie war eine Magd, Sennerin. Und sie kannten ihre Stimme. Meine Stimme haben sie nicht gekannt. Und die sie dann kennenlernten, war nicht einer, der sie nachlaufen wollten. Und seht ihr, das ist der große Unterschied. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Und Jesus hat gesagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Wir haben ja 5 Sinnesorgane. Übrigens, wir haben auch ein Sinnorgan. Nicht nur Sinnesorgane, auch ein Sinnorgan. Aber die 5 Sinnesorgane, die kennen wir ja. Und wenn du mich fragen würdest, was ist das Wichtigste? Ich hätte dir immer gesagt, die Augen. Natürlich die Augen. Aber ist euch aufgefallen, Jesus hat nie gesagt, wer Augen hat zu schauen, der schaue. Wisst ihr warum? Weil es das Auge ist, das uns immer zur Sünde verführt. Geistlich gesehen ist das Ohr das wichtigste Sinnesorgan, das wir haben, weil Paulus hat gesagt, der Glaube kommt durch das Hören auf die Predigt. Der Glaube kommt. Übrigens, falls jemand in dem Raum ist, der noch keinen Glauben hat, ich treffe öfter Menschen, die sagen, Hans-Peter, ich beneide dich wegen deines Glaubens, ich habe den nicht. Sag ich, mach nichts, komm nur und hör zu, denn der Glaube kommt erst aus der Predigt, aus dem Wort Christi. Daher kommt der Glaube. Darum müssen wir die Bibel aufschlagen, weil der Glaube kommt erst, den haben wir nicht. Und wir müssen uns üben darin, im Hören auf die Stimme Gottes. Wisst ihr, was ein großes Missverständnis ist? Dass junge Christen glauben, sie müssen die Stimme Gottes immer, überall und sofort hören. Das ist nicht nur frustrierend, sondern extrem gefährlich. Weil diese Christen interpretieren die wildesten Sachen als die Stimme Gottes und hat überhaupt nichts mit Gott zu tun. Eine der schönsten Geschichten diesbezüglich ist aufgeschrieben in 1. Samuel 3.
Schlag mal auf, wir lesen ein paar Verse. Bis ich es erklärt habe, habe ich schon gelesen. 1. Samuel 3, oder ist 2. Samuel? Kann auch sein. Gunther, wo ist? 1. oder 2.? Ja, genau. 1. gell? Ah, genau, da ist es. Sehr gut. Gestern war es auch da, habe ich mir fast gedacht, muss hier sein. Aber ich habe es nicht gefunden. 1. Samuel 3, Vers 1. Und der junge Samuel diente dem Herrn vor Eli, und das Wort des Herrn war selten in jenen Tagen. Übrigens, nicht zum ersten Mal ist das Wort Gottes selten. Auch bei uns ist es relativ selten. Wisst ihr, wer den Unterschied machte? Ein kleiner Junge. Ein kleiner Junge, der Samuel. Und es geschah in jener Zeit, dass Eli, das ist der hohe, der Priester war das, der Alte, an seinem Ort lag, seine Augen aber hatten angefangen schwach zu werden, sodass er nicht mehr sehen konnte und die Lampe Gottes war noch nicht erloschen und Samuel lag im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Da rief der Herr den Samuel und er antwortete, hier bin ich. Und er lief zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sagte, ich habe nicht gerufen, leg dich wieder schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Und der Herr rief noch einmal, Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sagte, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Und er antwortete, ich habe nicht gerufen, mein Sohn, leg dich wieder hin. Vers 7, ganz wichtig. Samuel aber hatte den Herrn noch nicht erkannt und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart worden. Und der Herr rief wieder zum dritten Mal und er stand auf, ging zu Eli und sagte, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Da merkte Eli, der Alte, dass der Herr den Jungen rief. Und Eli sagte zu Samuel, geh hin, leg dich schlafen und so soll es sein. Wenn er dich ruft, antworte, rede Herr, denn dein Knecht hört. Und so hat der alte Gottesmann den jungen Gottesmann gelehrt, die Stimme Gottes zu erkennen. Drittens, wenn Gott spricht, dann spricht er von innen und nicht von außen. Warum? Wir könnten viel Zeit verwenden, ich sage es nur ganz kurz. Warum wir die Stimme Gottes von innen hören und nicht von außen, ist ganz einfach, weil Jesus Christus im Heiligen Geist in uns wohnt, nicht außerhalb von uns. Ich sage das so oft, aber ein Mädchen hat mal zu mir gesagt, Hans-Peter, Gebet ist für mich so ein Wahnsinn, weil mein Gebet geht nur bis an die Decke. Ich weiß ja nicht, das ist schlimm, Gott ist unter der Decke. Wisst ihr, wo wollen wir hin mit unserem Gebet? Wo wollen wir durchdringen? Durch die zweite Decke, durch die Ozonschichte oder wo immer? Du brauchst nirgends durch, denn Jesus Christus ist jedem nahe, sagt die Bibel. Und nicht nur nahe, sondern 172 Mal Christus in uns und wir in Christus. Das heißt, wenn Christus in uns wohnt, von wo erwarten wir dann die Stimme? Von innen. Und das sage ich deshalb so, oder betone ich deshalb so, weil es ist eine traurige Sache, dass Christen wieder anfangen, die Stimme Gottes von außen zu suchen. Sie laufen von einem Event zum anderen, kaufen sich ein Buch nach dem anderen, damit sie irgendwo die Stimme Gottes hören und damit gehen wir wieder zurück zum Heidentum und zur Zauberei. Gott hat uns befreit von all dem Mist. Und er sagt, ich bin bei dir, ich bin in dir und du brauchst nur auf mich hören. Ich bin treu und ich werde zu dir reden, zu deiner Zeit. Ein Student letztes Jahr, ein Bibelschüler, ist zu mir gekommen und hat gesagt, Hans-Peter, ich bin ein geschäftiger Mann, sag mir, was Gott von mir will, weil du hast einen besseren Draht zu ihm. Nun, sowas gefällt mir irgendwie, gell? Weil es einerseits mutig und naiv ist, aber es war ein super Gespräch mit ihm, habe ihn auf Christus hingewiesen, aber seht ihr, ich bin nicht der Mittler. Wir lesen im 1. Timotheus 4, 2, es ist ein Mittler zwischen Gott und Menschen, Jesus Christus. Und er wohnt in uns. Und darum redet er von innen. Viertens, aber es ist ein Thema, ja, wie höre ich Stimme Gottes? Viertens, Gott spricht, während Menschen beten.
Und das ist jetzt etwas ganz Persönliches, weil wenn du mich fragst, Hans-Peter, wie hörst du die Stimme Gottes? Ich muss dir sagen, ich habe sie schon gehört. Und gar nicht mal so selten. Aber wie? Das wäre das, was am meisten für mich zutrifft. Das Bemerkenswerte, das ich in der Bibel gelernt habe, ist, dass Gott sehr oft geredet hat, während Menschen beteten. Das heißt nicht, dass Gott jetzt das Gebet beantwortet hat, 3 Monate später oder 30 Jahre später, sondern während Menschen beteten, redete Gott. Schlag bitte auf Apostelgeschichte Kapitel 10. Da möchte ich nur ganz kurz zeigen, ich zitiere das oft, vielleicht hast du mich schon gehört darüber mal, aber es ist mir so wichtig, weil das es ist, wie Gott zu mir am öftesten redet. Apostelgeschichte 10, Vers 9, das ist die Geschichte von Petrus und Cornelius, wo Petrus beauftragt wird, zu Cornelius, dem Heiden, dem Römer zu gehen, um ihm das Evangelium zu bringen. Und Petrus war ein Jude, das hat ihm nicht gefallen, und dann ist Folgendes geschehen. Apostelgeschichte Kapitel 10 und Vers 9. Am folgenden Tag aber, während jene reisten und sich der Stadt näherten, stieg Petrus um die 6. Stunde auf das Dach, um zu beten. Übrigens, die haben Flachdächer, gell? Nicht mit Seil und so. Weil früher habe ich das verwundert, ich dachte, ich gehe nie aufs Dach bei uns, das wäre Blödsinn, außerdem haben wir viel Schnee jetzt. Vers 10. Er aber wurde hungrig. Falls du beim Beten mal hungrig wirst, kein Problem, ist absolut biblisch. Und er verlangte zu essen. Und jetzt ist der Satz, während sie ihm aber zubereiteten, kam eine Verzückung über ihn. Elberfelder, das versteht man ja nicht mehr. Das heißt, während Petrus betete, hat Gott zu ihm geredet. Eine andere Version sagt, er hatte eine Vision oder er hörte die Stimme Gottes. Es ist jetzt irrelevant, worüber Petrus gebetet hat, aber während er betete, sprach Gott. Auf der anderen Seite war der Cornelius und bei dem war es ja ähnlich, Vers 30. Und Cornelius sprach, vor 4 Tagen betete ich in meinem Haus. Übrigens, er hatte noch keinen Heiligen Geist, er war noch nicht wiedergeboren, aber er gebetet. Vor 4 Tagen betete ich in meinem Haus bis zu dieser der 9. Stunde und siehe, ein Mann stand vor mir in glänzendem Kleid und spricht, Cornelius, dein Gebet ist erhört und deine Almosen ist gedacht und so weiter. Wieder das Prinzip hier, es gibt hier vieles zu sagen, aber das Prinzip, während Cornelius betete, konnte Gott durch einen Engel zu ihm reden. Das ist das Prinzip. Und ich möchte etwas sagen, ich kenne die wenigsten von euch, nur ein paar. Aber ich möchte jetzt ein Statement sagen, das vielleicht etwas mutig ist, aber ich glaube, ich darf es sagen. Wenn du die Stimme Gottes noch nie gehört hast, dann glaube ich, weiß ich etwas über dein Leben. Du verbringst nicht viel Zeit im Gebet. Denn es ist eine Tatsache, dass Gott redet, während Menschen beten. Und das ist, wie ich auch die Stimme Gottes am öftesten höre. Nun, drittens noch, wie unterscheide ich jetzt, wenn die Stimme von innen kommt? Wie unterscheide ich jetzt, ob es mein Unterbewusstsein ist, das redet, oder ob tatsächlich Gott zu mir redet? Neben der Tatsache, dass es Erfahrung braucht, um die Stimme Gottes zu erkennen, gibt es auch ganz objektive Wege, um zu unterscheiden. Und zwar, ich sage das auch sehr oft, aber jetzt ist die Tür gerade offen, das ist ganz super, weil wir haben ein paar Stimmen gehört. Angenommen, es wäre hier, ist ganz still hier. Und jetzt geht deine Mutter da draußen vorbei oder dein Kind oder dein Ehepartner und der redet laut zu jemandem, du würdest die Stimme deines Ehepartners oder deiner Mutter erkennen. Jetzt habe ich eine Frage. Warum erkennst du die Stimme deiner Mutter? Ihr könnt euch ruhig trauen, was zu sagen. Warum? Bitte?
Es ist vertraut, das stimmt, aber objektiv, das ist ja subjektiv, ja, es ist vertraut, das stimmt, aber wie kann ich objektiv erkennen, es ist die Stimme meiner Mutter? Ja, weil du sie kennst, das ist auch subjektiv. Du hast sie oft gehört, das ist auch subjektiv. Typisch, aber typisch wofür? Der Klang. Das ist das erste Objektive. Nämlich der Klang. Genau. Und zwar, das erste, wie du die Stimme deiner Mutter erkennst, ist die Qualität der Stimme. Nämlich der Ton, wie sie redet. Manche reden ganz hoch, andere ganz tief zum Beispiel. Das ist objektiv. Dann zweitens, jede Stimme hat auch einen Geist. Da ist ein Geist in jeder Stimme. Nämlich in manche Stimmen, die reden immer leidenschaftlich. Wenn die reden immer leidenschaftlich. Glaubst du immer, der hat irgendwas? Oder andere Leute, die haben eine ganz kalte Stimme. Ist immer gleich, so kalt geht es dahin. Dann gibt's, bei uns gibt es auch, die haben so eine weinerliche Stimme. Gell? Es ist alles immer so schwer. Und die reden so, die reden immer so. Das ist ein Geist in der Stimme. Es gibt dann Stimmen, die sehr verhalten sind oder scheu. Das ist ein Geist, der eine Stimme anhaftet. Das ist eine weitere objektive Sache. Die dritte objektive Sache, eine Stimme zu erkennen, ist natürlich der Inhalt. Okay? Wenn da draußen jemand über Fußball redet, ist es nicht meine Mutter. Weil über Fußball redet sie nicht. Ja? Okay? Also, Qualität, Geist und Inhalt. Und jetzt, das sind genau die drei selben Arten, wie wir erkennen können, ob es unser Unterbewusstsein ist oder ob Gott redet. Ich möchte euch jetzt sagen, wie das geht. Denn der Unterschied ist ja der, die Stimme deiner Mutter hörst du mit deinem Ohr akustisch und hörbar. Die Stimme Gottes in der Regel kommt in Form eines Gedankens oder eines Konzeptes von innen. In dein Denken hinein. Jetzt hörst du ja keine akustische Stimme, sondern in Form eines Gedanken. Und trotzdem stimmen genau diese drei Dinge. Zwar, erstens, durch die Qualität der Stimme das Gewicht der Autorität. Vor ungefähr einem Jahr bin ich mal spazieren gegangen. Ich gehe immer spazieren übrigens, wenn ich bete. Das musst du nicht machen, aber mir geht es am besten dabei. Habe ich Gott gesagt, ja, etwas Bestimmtes war in meinem Kopf. Ich habe gesagt, Gott, ich habe keine Ahnung, ist das jetzt von dir oder rede ich mir das nur selbst ein? Und das war interessant. Gott hat dann irgendwie gesagt, hat er gesagt, Hans Peter, auch durch einen formen Gedanken, wenn ich rede, dann weißt du es genau. Denn wenn ich rede, dann gibt es keine Diskussion. Es gibt nichts mehr zu argumentieren oder zu verbessern. Jesus Christus, wisst ihr, wie er sich unterschieden hat von allen anderen Lehren? In Matthäus 7, Vers 29 lesen wir, als Jesus die Bergpredigt beendet hat, Matthäus 7, 29 steht, denn er lehrte wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Das heißt, Jesus hat nie gesagt, eventuell oder unter Umständen, es könnte sein, Jesus hat immer mit Vollmacht geredet. Die Leute wussten ganz genau, so ist es. Es gab keine Diskussion über die Wahrheit. Du kannst nur gehorsam oder ungehorsam sein. Ein gewisser Stanley Jones hat es einmal so formuliert, der Unterschied zwischen Unterbewusstsein und Stimme Gottes. Der grobe Unterschied ist vielleicht der. Die Stimme des Unterbewusstseins argumentiert mit dir. Sie versucht dich zu überzeugen. Aber die innere Stimme Gottes argumentiert nicht und versucht nicht zu überzeugen. Sie spricht mit Autorität und du erkennst sie als Stimme Gottes. Und genau das ist meine Erfahrung. Manchmal sagt Gott, Hans-Peter, du gehst jetzt zu der Person und entschuldigst dich. Wisst ihr, was ich sofort sage? Aber Gott, das ist doch seine Schuld.
Er hat sowas Blödes gesagt. Gott sagt, Hans-Peter, du sollst dich entschuldigen. Ja, aber Gott, entschuldigen. Ich kann nicht argumentieren. Wenn es vom Unterbewusstsein kommt, kann ich argumentieren. Ich gebe euch jetzt ein blödes Beispiel, das ist ein bisschen peinlich, aber um den Punkt zu machen. Ich glaube, vor 2 oder 3 Jahren war das. Ich gehe oft spazieren, wie gesagt, und bete dafür Menschen. Ich habe für meinen ehemaligen Chef gebetet. Der ist Heinz. Und ich habe für ihn gebetet, einfach so. Und auf einmal kam mir, das war vor 2, 3 Jahren, ich war früher 9 Jahre hauptberuflich Skilehrer und Bergführer. Und ich hab einen Teil der Skischule geführt von ihm. Hat nicht mir gehört, sondern ihm, aber ich habe sie geführt. Und da war auch ein Sportgeschäft dabei. Und da hatte ich nasse Socken und habe mir neue Socken aus dem Sportgeschäft genommen, habe sie aber nie bezahlt. 17 Jahre später, Socken habe ich längst vergessen. Ich bete für den Heinz und auf einmal kommt es Hans-Peter, du hast Socken gestohlen, die hast du nie bezahlt, vor 17 Jahren. Und das war natürlich sofort, ich sagte, na Vater, immer, das ist ja lächerlich. Immer, erstens hat er mir sowieso zu wenig bezahlt, die Socken stehen mir nicht zu. Zweitens, er hat es nie gewusst und heute, 17 Jahre später, schon gar nicht. Und so weiter. Er hat gesagt, Hans-Peter, Socken bezahlen. Und es war so ungut, muss ich euch sagen, ich konnte für den Heinz nie mehr beten. Heinz, Socken, war dasselbe. Und ich glaube, ein halbes Jahr oder länger gebraucht. Und dann haben wir gedacht, was mache ich jetzt? Entweder ich begehe Selbstmord oder ich bezahle die Socken. Ich konnte nicht mehr frei leben. Das ist eine Kleinigkeit. Übrigens, ich habe viel Schlimmeres gemacht als Socken gestohlen. Aber die Socken, das war klar. Und eines Tages haben wir gedacht, das jetzt reicht's mir. Und da habe ich ihn gesehen vor dem Büro und bin rein und gesagt, hallo Heinz. Er hat gesagt, hallo, schon lange nicht mehr gesehen. Und gesagt, ja, was? Dann habe ich gesagt, wir haben uns vor 17 Jahren Socken gestohlen. Hier ist das Geld mit Zinsen. Und er war eigentlich unheimlich lieb und verständnisvoll. Hat mir das Geld sogar zurückgegeben für den Dauernhof. Aber wisst ihr was? Ich bin aus dem Büro gegangen als freier Mensch. Ich war frei. Es gab da keine Sache, ist das Gottes Stimme oder nicht. Ich konnte nicht argumentieren. Und wenn Gott dir etwas an den Herz legt, wenn du unruhig wirst, wie wir auch von den Zeugnissen gehört haben, dass du vielleicht wohin gehen solltest und du kannst nicht mehr argumentieren, dann kann ich dir nur eins empfehlen, geh. Denn sonst wirst du den Rest deines Lebens unruhig bleiben oder Selbstmord begehen. Das heißt, wenn Gott spricht, ist es immer voller Autorität. Zweitens, wie erkenne ich die Stimme Gottes vom Unterbewusstsein? Das ist zweitens der Geist, der dieser Stimme anhaftet. Wenn Gott spricht, dann ist immer ein gewisser Geist in der Stimme. Es ist immer ein Geist des guten Willens, des Friedens. Kurz gesagt, es ist der Geist Jesu, der redet. Bitte schlagt auf mit mir Jakobus Kapitel 3 und Vers 17. Sein Schlüsselvers für mich, die Stimme Gottes zu erkennen. Jakobus 3, Vers 17 sagt Jakobus Folgendes. Er sagt, die Weisheit von oben. Das heißt, wenn Gott redet, das, was von Gott kommt, die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und ungeheuchelt. Das heißt, wenn Gott redet, dann wirst du erleben, es ist rein, es ist immer voller Frieden. Es ist immer voller Barmherzigkeit. Es ist ungeheuchelt. Ich sage das deshalb, und für mich ist das sehr wichtig. Ich höre viele Kassetten. Kassetten ist einer der besten Wege, um zu lernen. Ich lese auch viele Bücher. Ich habe schon Kassetten gehört und Bücher gelesen, wo der Autor oder der Sprecher seine Aussage mit 10 Bibelversen unterstützt hat. Und trotzdem war da etwas in mir, das gesagt hat, na, irgendwas stimmt damit. Aber ich konnte den Finger nicht drauflegen. Ich wusste nicht, was es ist. Was ich dann tue, dann nehme ich das Buch, die Kassette, lege es beiseite und sage,
Herr Jesus, ich vertraue dem Heiligen Geist, dass er mich in die Wahrheit leitet. Und bis jetzt, ohne Ausnahme, hat Gott mir immer gezeigt, wo das Problem lag. Aber wenn ich keinen Frieden, wenn ich, wie hier steht, voller friedvoll, milde, oder wenn ich manchmal nur mit einem schlechten Gewissen übrig gelassen werde, das ist nicht friedvoll. Gott überführt, aber er macht dich nicht nieder. Wenn du niedergemacht wirst bei Predigten, zweifelhaft, ob es die Stimme Gottes ist. Wenn du überführt wirst, aber wenn du überführt wirst, kannst du immer was tun. Buße. Und dann hast du wieder Frieden. Das ist der Unterschied. Wenn du diesen Frieden nicht verspürst, ist es wahrscheinlich das Unterbewusstsein und nicht die Stimme Gottes. Und drittens und letztens der Inhalt. Der Inhalt entscheidet, ob es die Stimme Gottes ist oder ob es das Unterbewusstsein ist. Denn seht ihr, das, was Gott zu dir persönlich redet, im stillen Kämmerlein oder am Spaziergang, wird sich niemals widersprechen mit dem bereits offenbarten Willen Gottes in den 66 Büchern der Bibel. Nichts und niemand steht über der Wahrheit der Bibel. Und darum, wieder ein Beispiel, ein Mädchen, eine Frau eigentlich, gläubig, und ich sage immer noch zu 40-jährigen Mädchen, weil meine Frau auch 40 ist, aber kam auf mich zu, und sie ist Christ, sie ist gläubig, sie hat jemanden kennengelernt, der nicht gläubig ist, sie gingen ins Bett, Sex gehabt, sie ist schwanger geworden, war sie schwanger, dann ist er davongelaufen und dann war sie alleine mit dem Kind da. Passiert übrigens relativ oft. Und ich habe sie dann später mal gefragt, habe ich gesagt, warum hast du eigentlich mit ihm geschlafen? Dann hat sie gesagt, weißt du, in dem Moment, ich hatte solchen Frieden darüber, ich wusste, es ist Gottes Wille, dass ich mit ihm jetzt schlafe. Dann habe ich ihr gesagt, weißt du, ich kann ja vollkommen verstehen, warum eine alleinstehende Frau, ob gläubig oder nicht, Sex haben will. Völlig verständlich. Dass man schwach wird, nachgibt und so weiter. Aber weißt du, was du niemals tun kannst? Es biblisch benennen und zu sagen, Gott hat mir gesagt, es zu tun. Denn es ist nicht der Wille Gottes, vor der Ehe mit jemandem ins Bett zu gehen. Ist ganz klar. Seht ihr, wenn Gott redet, dann wird er niemals seinen spezifischen Willen über seinen generellen Willen setzen. Das heißt, du brauchst dich nicht fragen, Herr, soll ich die Bank ausrauben oder nicht? Der Missionar braucht ja Geld. Da brauchst du dich nicht fragen, denn der generelle Wille Gottes hat bereits gesagt, du sollst nicht stehlen. Also diese Frage stellt sich nicht mehr. Kein prophetisches Wort überragt die Schrift. Ich möchte vielleicht noch eins kurz dazu sagen, extrem kurz. Und zwar, wenn wir von biblisch reden, dann geht es um biblische Prinzipien, nicht um Einzelaussagen. Das muss ich dazu sagen, weil unter diesem Argument werden Menschen unterjocht, falscherweise. Zum Beispiel, ich nehme jetzt nur ein dummes Beispiel raus, aber zum Beispiel zu sagen, Frauen müssen lange Haare haben, Männer kurze. Nur das ist biblisch. Das ist nicht biblisch. Paulus hat es gesagt, das stimmt. Aber im Alten Testament war das Gegenteil der Fall. Die Nazarener, das waren die Auserwähltesten, die mussten lange Haare haben. Also wenn Jungs lange Haare haben, ist vielleicht nicht attraktiv für manche, aber nicht unbiblisch. Seht ihr? Lasst euch nicht unterjochen durch Einzelaussagen in der Bibel. Ich gebe euch ein anderes Beispiel, wo der reiche Jüngling zu Jesus läuft und sagt, Herr, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und Jesus hat zu ihm dann letztlich gesagt, verkauf alles, was du hast, dann folge mir nach. Jetzt könnte man sagen, ja, das gilt für jeden. Verkauf alles, was du hast, denn steht ja in der Bibel. Freunde, das ist nicht biblisch. Es geht um biblische Prinzipien, nicht um Einzelaussagen, mit denen Menschen wieder unterjocht werden. Da muss man vorsichtig sein. Und darum müssen wir die Bibel kennen, Leute. Es ist so wichtig, die Bibel zu lesen als Ganzes, nicht nur die drei Lieblingsverse. Und darum möchte ich euch ermutigen, geht auf eine Bibelschule mal. Gebt Gott mal ein halbes Jahr, ein Jahr, um wirklich die Bibel zu studieren. Es ist ausschlaggebend für dein Leben.
Nur dann kannst du urteilen, ob etwas recht oder falsch ist. Und dann noch ganz zum Schluss ein letztes Wort. Sehr oft kommen junge Leute vor allem zu mir und sagen, Hans-Peter, jetzt bin ich schon 10 Jahre Christ, aber ich erkenne den Willen Gottes nicht. Gott redet einfach nicht mit mir. Wisst ihr, was ich meistens sage? Sage ich, warum willst du eigentlich, dass Gott mit dir redet? Dann sagt er, ja, weil es ja nett wäre. Dann sage ich, willst du wirklich wissen, was Gott dazu sagt, wie du gerade mit deiner Freundin zusammenlebst? Möchtest du gerne wissen, was Gott dazu sagt? Dann sagt er, ja, nicht unbedingt, ist okay. Dann frage ich, möchtest du wirklich wissen, möchtest du wirklich die Stimme Gottes hören darüber, wie du mit deinen Finanzen umgehst? Wie du deinen Zehnten gibst, dein Opfer? Möchtest du wissen, was Gott dazu sagt, wie du mit deinem Geld umgehst? Dann sagen, oh, komm ich selber. Aber Freunde, ich muss euch was sagen. Wenn du die Stimme Gottes in diesen 3 Bereichen nicht hören möchtest, dann bitte erwarte fairerweise auch nicht, dass er in diesen 3 Bereichen zu dir redet. Das ist unmoralisch. Das kann man Gott nicht zumuten. Wenn du Gottes Stimme hören möchtest, dann musst du dein Leben an ihm geben. Du kannst nicht selektiv sein, in welchem Bereich du Gott hören möchtest oder nicht. Denn Gott möchte dein Leben. Himmlischer Vater, ich bin so dankbar darüber, dass du redest auch heute. Und du redest durch deinen Sohn im Heiligen Geist. Danke, himmlischer Vater, dass du redest durch die Natur, deine Schöpfung, die laut davon redet, wie ein weiser, allmächtiger Gott es gemacht hat. Und wenn wir die Allmacht Gottes sehen wollen, dann schauen wir in das Universum, auf die Berge, auf das Meer. Wenn wir die Weisheit Gottes entdecken wollen, dann schauen wir auf die DNA, auf die kleinen Blumen, die Vögel, auf das Kleinste. Doch wenn wir die Barmherzigkeit Gottes sehen wollen, dann schauen wir aufs Kreuz und auf dich, Herr Jesus. Denn darin erkennen wir den Charakter, wer du bist. Herr, ich danke dir, dass du bis heute redest. Nicht irgendwie mysteriös, spektakulär von außen, sondern du wohnst in jedem Menschen, der wiedergeboren ist vom Geist, und du redest von innen. Und danke, dass deine Stimme nicht schwer zu erkennen ist, denn du möchtest, dass wir dich hören. Und mein Gebet ist, Herr, für mich und für diese lieben Leute hier, dass wir hören. Dass wir uns Zeit nehmen zu hören und dich wahrnehmen. Ich bete auch, dass wir den Mut und das Vertrauen haben, dich in allen Bereichen unseres Lebens zu hören. Darum bete ich in Jesu Namen. Amen.